Leute, willkommen zu einem weiteren Manga-Unboxing. Hab wieder 4 Mangas bekommen. Ist halt wieder eine Märzlieferung und die ist erst einen Tag danach angekommen. Also habe ich jetzt hier Aion 2. Den habe ich schon gelesen und wirklich ziemlich guter Manga. Kann ich nur empfehlen. Ist ja auch von der Mangaka von Cheeky Vampire. Muss ich mir dann auch noch kaufen, weil der Zeichenstil ist wirklich recht gelungen und ich finde, den kann man sich schon kaufen und ist wirklich recht spannend im Moment. Habe jetzt schon beide Bände gelesen. Kommen wir zu Summer Wars 2, gibt auch einen Film dazu. Das ist jetzt Band 2, Band 1 habe ich ja schon. Es gibt insgesamt 3 Bände, ich werde da erst anfangen lesen, wenn ich die komplett habe, sonst muss ich dann warten und das habe ich nicht so gerne. Und ja, was gibt es dazu zu sagen? Es ist ein guter Manga, schätze ich mal, weil es ist ja auch vom Film so ziemlich das gleiche. Ich denke mal, er wird hundertprozentig gut sein, weil den Film fand ich auch sehr gut. Geht halt um so eine Online-Welt und also dort gibt es so eine Online-Welt und dort hat man halt seinen Charakter oder whatever oder seinen Avatar, der einen repräsentiert auf dem Handy und den kann man halt steuern und so weiter. Ja, kommen wir zum zweiten Band von Judge. Ist eingeschweißt, weil es ab 16 ist. Mache ich gleich mal auf mit der Schere. Wo mache ich denn das? Ja, am besten hier unten. So. Oh. Ein sehr guter Manga, ja. Ist ja auch von dem gleichen Mangaka wie, verdammt. Wie, Doubt. Und ich finde, der ist recht gut. Und ist halt so Saw-mäßig, kann man sagen. Also es werden, oder ist auch recht brutal, weil da sterben oft Menschen. So. Und ich werde jetzt hier recht Spaß haben beim Lesen. Finde den auch also sehr gut, diese Reihe. Und die kann ich nur jedem, wirklich jedem empfehlen. Und genau, Doubt kann ich auch jedem empfehlen. Ist mit 4 Bänden abgeschlossen. Der Manga hat jetzt bis jetzt 2 Bände, aber ich denke mal, es ist auch so, um die 4 Bände wird der schon haben. Und ist wirklich sehr gut gemacht, auch der Zeichenstil ist wunderbar. Ich möchte da jetzt nicht zu viel reinzeigen, weil ich möchte jetzt nicht niemanden spoilern oder so. Und ich kann schon sagen, der lohnt sich, also lohnt sich gekauft zu werden. Kommen wir zum nächsten, und zwar Tri-Edge X, Band 2. Ist von den gleichen Machern wie High School of the Dead. Sieht man eventuell auch im Zeichenstil. Ist sehr schön. Betonung liegt auf schön. Okay. Ja, schneiden wir das hier wieder auf. An der Ecke immer. Meine Güte. So. Hallo. Ach, verdammt, ey. Hab immer so die Mühe bei diesen Hüllen. Folien meine ich. Ich schaffe den hier richtig zu öffnen. So. Meine Güte. Hallo. So. Den Manga, auf den habe ich auch schon länger gewartet. Ist wirklich sehr schön vom Zeichenstil her. Ich mag ja High School of the Dead sehr sogar. Und da sind auch diese Bilder, die sind wirklich sehr schön gemacht. Also der Zeichenstil vor allem auch. Wirklich wunderbar. Und den kann ich auch nur empfehlen. Jemand, der High School of the Dead auch mag, sollte sich den zu 100% kaufen. Ist wirklich lesenswert. Also ich weiß nicht, wie viele Bände der hat, aber ich denke mal, sollten schon ein paar mehr sein. Ich glaube, der ist noch nicht abgeschlossen mit 2 Bänden. Ist auch ab 16, war ja auch verschweißt. Ist wie High School of the Dead ja auch ab 16. Sollte eigentlich klar sein, warum. Hier noch so die Charaktere. Also den kann ich auch wirklich nur empfehlen, weil ja, ist, hat viel Fanservice und ist ja meiner Meinung nach recht gut, aber ich finde High School of the Dead Tick besser, weil vom Zeichenstil kann man eh nichts sagen, ist eh beides gleicher Zeichenstil, aber ich finde High School of the Dead von der Story ein Tick besser, weil ich so Zombies mehr mag, aber der ist wirklich sehr gut. So, das war's dann von diesem Unboxing. Und das war's dann jetzt schon langsam für den März, weil vielleicht kommt da noch was, also weil
Das waren jetzt schon wirklich viele Neuheiten. Wahrscheinlich werde ich mir noch so ein paar andere Sachen kaufen. Muss ich dann noch gucken. Auf jeden Fall. Ciao, Leute.